Moin Moin Leute, ich bin Rico fürs Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part vom Buddy Simulator 1984. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, aber es ist ja nicht so, als ob auf dem Kanal nichts passiert wäre. Guckt euch gerne das Video zu Nintendo Direct an, guckt euch gerne meine Analyse an zu Breath of the Wild 2 und es war warm. Es war einfach sehr warm, muss ich zugeben. Dementsprechend ist es immer noch warm, aber naja, wir düsen jetzt einfach mal weiter hier rein. Wir sind stehen geblieben auf diesen Docks bei ihm. Und der hat das, was wir haben wollen, gegessen. Ja. Hä? Du bist nicht Rev. Du bist kein Pirat. Du bist ein Eindringling. Ich muss das Shipment beschützen. Die Crew muss den Eindringling attackieren. Die Crew muss helfen, es zu beschützen. Die Crew. Oh no. Wow! Ich habe, glaube ich, zuerst getroffen. Ich glaube, ich habe zuerst getroffen. Okay. Arr, du wirst niemals das Shipment bekommen, du Landlubber. Greifen wir erstmal die Kalper an. Abi. Sehr gut. Den Anvil Rain haben wir leider noch nicht. Aber ihn vielleicht schon besiegt? Ich sollte wahrscheinlich gehen. Danke für die spaßige Zeit. Immer gerne, Mann. Immer gerne. Okay. Wir greifen mit dem Cantrip Flip direkt mal den nächsten Kalper hier an. Die. Ha! Da! Wie einst Billie Eilish sagte. Nice. Ha! Timing ist schwierig da. Aber easy aushaltbar. Easy aushaltbar. Boah, die Mucke in diesem Spiel ist auch so geil im Hintergrund immer, ne? Nichts wird Everhood, glaube ich, jemals toppen. Everhood-Musik war... Das Spiel war ja auch darauf ausgelegt, dass es gute Musik hat. Aber Everhood... Gott, war das ein gutes Spiel. Ich denke manchmal gerne nochmal zurück, auch wenn es noch nicht mal so lange her ist. Aber ich finde, man kann immer so ein bisschen nochmal zurückdenken an so Spiele. Du kannst mich niemals töten. Ja, das wollen wir mal sehen. Weil Everhood war one of a kind. Ah, das war ein bisschen fishy, die Attacke. Fishy. Das würdest du sagen. Ah! Landratte! Scheiße. Kein Problem, kein Problem. Einfach weitermachen. Sehr gut. Wir haben ihn bald. Hey, ich verstehe langsam, was du machen willst. Aber ich kann Captain Shank nicht einfach so hängen lassen. Ah. Kein Problem. Ich gebe dir nochmal einen kleinen Meinungsverstärker. Warte, ja doch, kann ich. Ich bin ein Fisch. Ich werde mir irgendwelche anderen Freunde suchen. Danke für die Hilfe. Tschüssi. Sehr schön. Ah, ich könnte hier auch mal wieder ein bisschen mehr Licht reinlassen. Sieht die Beleuchtung auch nicht ganz so, so stark aus. Hätte ich das schwerer machen sollen? Ich habe nicht wirklich viel über die Balance von diesem Spiel nachgedacht, über das Managing davon. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Die Mandarax in Blacklands, die waren ein bisschen schwerer, nicht wahr? Warte, du hast Spaß, oder? Vielleicht denke ich auch zu viel nach. Wenn du irgendwelche Glitches oder Probleme in dem Spiel siehst, es ist nicht meine Schuld. Ich arbeite so schnell ich kann. Und solange du Spaß hast, dann ist alles in Ordnung. So, dann wirst du mich auch nicht verlassen. Und dann wird der Rest von dem Spiel absolut großartig werden. Glück. Okay, wir müssen jetzt den Umweg nehmen. Die sind ganz schön leer für den Content, den es hier gibt. Ich frage mich, ob der alles weggeführt hat. Oder alle weggejagt hat. Okay, da oben ist ein Generator oder sowas. Das macht jetzt schon, das bringt jetzt schon mein Artificial Brain. Wer hat, zum Schmerzen. Wer hat das denn designt? Oh, warte, ich. Wow. Okay, das bringt nicht so viel. Wo kommen wir damit hin? Das sieht aus wie ein weiter Weg, den man damit überbrücken kann. Aber ein weiter Weg ist nicht immer der richtige Weg. Hey, warte mal, Yannick. Du bist ein bisschen zu schnell. Ich will, dass du hier auch Spaß hast mit den ganzen wundervollen Dingen, die ich gemacht habe. Du hast dieses Puzzle zu schnell geschafft. Schneller, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Das ist alles für dich, also atme doch mal durch und dann guck dir diese Szenerie hier an. Guck dir das Wasser an, das ist so beruhigend. Ich hab gute Arbeit geleistet. Ah!
Das hat mich Real Talk erschrocken. Halleluja, der ist sehr schnell. Du hast das Puzzle gelöst? Okay, wir werden dich aber nicht zum Shipment lassen. Oder den Schalter hinter uns. Lass uns Captain Shank aushelfen. Uh-oh. Ist der ein Bier oder sowas? Morten hat einen Witz erzählt, aber niemand hat gelacht und sie haben eine Awkward Silence damit kreiert. Und der nächste Turn wird geskippt? Bro! So viel dazu, dass das... Hallo! Das Spiel wird gerade sehr schwer. Stop it! Please? Das Game war eben noch so schön einfach. So, der ist schon mal weg. Ich werde nichts mehr stehlen. Ich stehle jetzt Herzen. Okay, solange du nicht Herzen brichst, ist alles gut. Stehlen, I guess. Schade. Gehen wir auf den oben. Wir müssen unbedingt gleich Morten einen Witz erzählen. Oder nicht einen Witz, sondern ein Kompliment. Kein Witz. Ah, schade, den haben wir noch nicht. Jetzt natürlich die große Frage. Eigentlich wollen wir den oben auf jeden Fall killen, aber dafür jetzt den einzusetzen, ist natürlich ein bisschen Overkill. Ich hoffe, das hier reicht schon. Zu viel Apfelsaft. Sehr gut. Alrighto. So soll's aussehen. Sehr schön. Das hat nichts zu meinen beweglichen Knochen hat das angetan. Sehr gut, okay. Ja, versuchst du es überhaupt? Ich hoffe wirklich, dass du es versuchst. Keine Sorge, ich versuche das hier. Ich tue mein Bestes, Mann. Bro. Ja. Puh. Weißt du was? Ich glaube, das Piratenleben ist nichts für mich. Danke, dass du mir geholfen hast, das zu realisieren, mein Freund. Hau einfach den Schalter hinter mir um und dann wird es dir rüberhelfen. Thanks. Very nice. War das nicht spaßig? Ich glaube, das war spaßig. Okay, lass uns den Schalter umhauen. So, jetzt aber ganz wichtig. Give compliment. Nee, nicht mir. No. Ich möchte... dass er eins bekommt. Would you like to give Morten a compliment? Yes. What compliment would you like to give them? Morten, I really like you a lot. Ich bin vielleicht alt, aber ich werde bestimmt nicht außer Mode geraten. Danke. So, und das hat den jetzt geheilt, oder was? Yo, das hat ihn einfach voll geheilt. Let's fucking go. Oh Gott, was ist das da rechts? Ich sehe viel zu viele Schalter. I don't like this one bit. No. Wow, ich glaube, du hast da was angestellt. What the fuck? Fail to remove package, companion package. Just keep going for him. Successful removing the following dependencies. Totally dick quest. That was absolutely terrifying. Buddy, something happened and I nearly shit my pants. I think I shit my pants. I will just sit here in my shit. Auf der Notiz steht, hey, Captain, ich habe alle 10 Notfallschalter eingebaut. Ich weiß nicht, wie 10 Schalter dir helfen werden im Notfall, aber ich denke, du hast deine Gründe. Ich habe auch ein paar Schrauben an den, Dings... Some bolts in the decoy levers, in case you forget. So flip everything right except for the decoys. Listen closely. Okay. Okay, ich hab's genau falsch rum gemacht. Alright. Oh Gott, da hinten ist schon der Captain.
Oder eher gesagt, der Kollege. Ich kann sagen, dass du wirklich Schalter sehr magst. Ja, yeah, totally. I love levers. Ich hab einen Lever King. Ja, fully. Okay, auf geht's. Wow, warte mal, du bist schon hier? Warum gehst du so schnell durch das Game? Komm schon, ich arbeite so hart an diesem Spiel. Und ich fühle mich jetzt wirklich sloppy und ganz schön stressed gerade. Ich habe eine Million Sachen, die in meinem Kopf durchgehen. Und du rennst hier einfach viel zu schnell durch, dass ich überhaupt das hinterher entwickeln kann. Naja, ich meine, es gab einen Bug und den habe ich irgendwie gelöst, der unser Spiel aufgehalten hat. Das sollte jetzt kein Problem mehr sein. Aber kämpf den nächsten Kampf langsam. Er könnte ein schwerer sein. Ich habe ihn noch nicht so viel getestet, um ehrlich zu sein. Aber du kriegst das schon hin, Yannick. Viel Erfolg! Bitte, Sir, ich bin nur hier für den Fisch. Nein, du bist hier für das Shipment. Ich werde das Shipment besiegen. Du, wo kommst du her? Du wirst das Shipment nicht bekommen. Ich beschütze das Shipment. Okay. They will deal double damage. Double damage. Ich bin der Captain. Ich werde das Shipment beschützen. Ja, das wird ein harter Fight. I already know it. Kommt jetzt natürlich auch sehr darauf an, wie viel Schaden wir machen. Damit man dann weiß, ob das wirklich ein schwerer Fight wird. Aber ich glaube, ja, der Fight wird länger dauern. Du siehst lecker aus. Ich will dich essen. Okay, that... Not today, I guess. Tut mir leid, ich bin heute nicht so in gegessen werden Laune. Die Refs haben mir Kekse versprochen. Ich liebe Kekse. Ihr seht aus wie Kekse. Wo sehen wir aus wie Kekse? So sorry, not sorry, aber... Wir sehen für dich Kekse aus. Du kannst mich nicht verletzen. Nur ich kann mich verletzen. Das... That was pretty deep. Das war... okay. Die Refs haben aber gemeine Sachen gesagt, die mich manchmal verletzt haben. Also sollen wir die gemeine Sachen sagen oder nette Sachen? Willst du unser Freund sein oder nicht? Ich würde eine Runde noch warten, damit alle zu heilen. Weil ich glaube, die überleben wir auch so noch. Auch wenn Rudy schon ziemlich eins über eine Mütze gekriegt hat. Ich will doch einfach nur auf ein Abenteuer gehen. Die Refs haben gesagt, es gibt keine Abenteuer. Oh Mann. Der arme Pupser. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall heilen. Halleluja. Happy Thoughts. Das hat gar nicht mal so viel geheilt, wie ich gehofft habe. Fucky. Ihr seht aus wie gute Abenteurer. Das muss spaßig sein. Okay, wir kriegen ihn langsam auf unsere Seite. Aber halt auch nur langsam, ne? Ich bin echt froh, dass wir Rudy mit dabei haben. Das ist es. Ich will nicht weiter kämpfen. Ich will einfach nur auf ein Abenteuer gehen mit meinen Freunden. Genauso wie ihr. Danke, dass ihr so nett zu mir wart. Naja, ich hab dir ins Gesicht gehauen. Hier, nimm diese Geschenke. Ich gehe nach Hause. Wo ist unser Freund? Du hast nur den Eimer. Well. Ah, ein Glück. Oh boy, das war ein Albtraum. Ich glaube, ich werde nie wieder schlafen können. Danke, dass du mich gerettet hast, Fremder. Ich werde vielleicht für mein Leben geschockt sein, aber wenigstens hatte ich Spaß, während das passiert ist. Guggen hat dich gesendet. Oh nein, sie wird nicht glücklich sein. Naja, ich muss zurückgehen. Ich denke, wir sehen uns. Warum nimmst du jetzt mein Shipment mit? Ja, du hast Deckhand Daryl gerettet. Ich wette, Captain Guggen wird sehr glücklich sein. Lass uns zurück zum Fishing Shop gehen. Sollte er sogar das Ding bekommen? Das kann sogar sein. Ich möchte mich einmal kurz hier umgucken. Nicht, dass hier zufälligerweise hier irgendwo eine Hand versteckt ist, wo man dann wieder so ein Dokument finden kann. Weil manchmal sind die ja doch ganz gut versteckt. Aber die Refs sind jetzt gar nicht mehr aufgetaucht, ne? Hey! Warte, aber ich dachte... Ach, ist schon okay. Lass uns einfach zum Fishing Shop. Moment, was dachtest du, Buddy?
Wolltest du meinen Otter Henning verschwinden lassen? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, der war plötzlich weg. Das ist wahr. You little fuck. Das kann er doch nicht... Nee. Hiya, Captain. Ich bin zurück. Daryl, du bist am Leben. Du verrückter Fischmonger. Ich bin glücklich, hier zu sein, Ma. Ich meine, Captain. Es freut mich, dass du sicher bist, Daryl. Konntest du das Shipment holen? Yes, Ma'am. Hier ist es. Nimm, gib's mir rüber. Warte mal eine Sekunde. Das ist kein Fisch. Sieht aus, als ob es eine Box ist mit Wanted-Postern? Wo ist der Fisch, Daryl? Tut mir leid, Ma'am, aber das war das einzige Shipment, was ich finden konnte. Das ist komisch. Wanted dead or alive, Numbly, bounty $20. Please deliver Numbly to King Rev. They know too much. Sie wissen zu viel. Wer ist Numbly? Warte, ich erinnere mich gerade an was. Als ich mich versteckt habe hinter den Kisten, habe ich was mit Numbly gehört, der in dem Keller von dem Bürgermeister gefangen gehalten wird. Der wurde anscheinend vor ein paar Tagen irgendwie festgenommen, weil er sus war. Die haben an den Refs gearbeitet oder so. Ha, schau mal an. Könntest du das dir mal angucken, Yannick? Das Haus von ihm ist die große Mansion rechts von der Stage Area. Naja, danke, mein Freund. Komm jederzeit mal wieder zurück. Sie sind so glücklich, dass sie jetzt wieder vereint sind. Also, wir müssen wohl zu Pasis Haus gehen. Es sollte rechts von der kaputten Stage sein. Der arme Bürgermeister Pasi. Er hat wahrscheinlich einfach nicht zu hart genug versucht, das hinzukriegen. Also, alles. Zu leben auch einfach. Wo war denn die Stage? War die nicht links? Ich glaube, ne? Ah ja, dann rechts davon ist das dieses Haus. Oh, hi. Wie bist du hier reingekommen? Bitte sag mir nicht, du bist mit den Refs hier. Nein, das kann nicht sein. Du siehst zu nett aus und zu gorgeous. Ich sehe es an deinen Zähnen. Du hast wunderschöne Zähne. Deine Augen sind fehlen allerdings. Trotzdem sehr nett. Aber du solltest gehen. Ich kann keine Zeit verlieren. Mein geliebter Bürgermeister Pasi ist gestorben. Oh Gott, wie schrecklich. King Rev wird uns alle umbringen. Ich muss ihn aufhalten, aber ich kann das nicht. Aber ich komme nicht runter zu dem unten. Numbly ist sein Name. Sie haben für King Rev gearbeitet. Deswegen haben sie vielleicht Informationen, wo er sich versteckt. Deswegen wollten sie ihn wahrscheinlich einfangen. Okay, sie sind an mir vorbei und wollten, dass ich die Tür aufschließe. Ich glaube, Numbly weiß irgendwas. Deswegen haben wir den ja überhaupt da erst eingesperrt, aber er wollte nicht reden. Ich denke, diese Skull-Charaktere hier wollen Numbly umlegen, damit niemand mehr darüber redet. Deine Zähne sind wirklich echt krass. Kann ich die mal berühren? Okay, ich werde schon wieder... Ich bin schon wieder abgelenkt. Ach Gott, ich dumme kleine Ella. Bitte beeil dich schnell, um ihnen zu helfen. Aber pass auf, die Skulks werden nicht glücklich sein, dich zu sehen. Diese Tür hinter mir wird dich zu ihnen bringen. Danke für deine großartigen Zähne, Fremder. I'm just plainly afraid. Alter, sind das viele. Schnell! Sind Stunden! Was dauert denn so lange? Den Schlüssel, den wir gestohlen haben, der funktioniert einfach nicht. Egal wie ich ziehe, die Tür geht einfach nicht auf. Dieses Gemälde ist wirklich schön. Einfach wunderschön. Tour of Clubs! Nope, go fish. Wir müssen Numbly da jetzt rausholen. Sonst werden noch mehr Leute hier reinkommen. Habt ihr jemals so ein schönes Gemälde gesehen? Ernsthaft, guckt euch das mal an. Hey, sieht so aus, dass wir Besuch haben. Hä? Oh ja, hier haben wir unseren ersten Freund. Ist das nicht Yannick? Der berühmte Abenteurer? Es gibt auf seinem Kopf noch ein größeres Kopfgeld. Wirklich? Oh, das ist ja großartig. Vergiss Numbly, Freunde, wir haben ein neues Ziel. Aber wir kämpfen anscheinend nur gegen einen. Wir werden in Geld schwimmen hiernach. Okay, und eine Attacke? Alright. Der kriegt auf jeden Fall auch gut auf eine Mütze. Ja, obwohl nicht so wirklich. Das sah nur so aus. Ich könnte ein bisschen Backup gebrauchen. Oh oh. Das wird nicht gut. Der Skulk fühlt sich ein bisschen dumb und dizzy. Und vielleicht misst er seine Attacken. Du wirst niemals meine Familie besiegen. Wir sind die besten Bounty Hunters hier draußen. Oh, scheiße. Du wirst niemals so schön sein wie das Gemälde.
Aber was sehr fair ist, ist, man kämpft immer gegen alle gleichzeitig und muss jetzt nicht irgendwie die Einzelnen angreifen. Das ist sehr, 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 sehr nice. Und die werden schon ein bisschen blauer. Du kannst wahrscheinlich noch nicht mal deine Finger schnipsen. Das ist echt peinlich. Die Skulk werden diesen Keller, wie auch immer. Genau das. Die missen halt immer mehr Attacken. Das ist halt ganz gut. Nicht missen, sondern es kommen immer mehr Attacken. Das wollte ich eigentlich sagen. Ich weiß selber nicht mehr, was ich sage. Weißt du, das tat ein bisschen weh. Ich weiß nicht, ob ich weiterkämpfen möchte. Mit uns verglichen bist du nichts. Okay, hey. Das tat mir jetzt ein bisschen weh. Bro. Okay, wir verstehen's. Du kannst kämpfen. Kannst du vielleicht einfach sterben? Du kannst auch faken, wenn du willst. Das bin ich, wenn ich irgendwie Dark Souls oder so spiele bei einem Boss. Ja, okay, du kannst kämpfen, aber kannst du auch einfach sterben vielleicht? Nice. 69 Leben. Au, das tat wirklich weh. Bitte tu meiner Familie nicht weh. Ich glaube, das wird jetzt das Finale sein. Bau, bau. Ich wollte einfach nur irgendwas für die Familie tun, okay? Wir sind nie miteinander klargekommen und ich dachte, dass Bounty Hunting, also Kopfgeldjagen, uns helfen würde. Ich denke, Freundschaft ist aber das, was wir wollten. Danke, dass du mir geholfen hast, das zu realisieren. Immer, Bruder. Kommt der jetzt einfach raus? Namli. Ich kann nicht glauben, dass diese Idioten dachten, das wäre eine Ziehtür. Eine Tür, an der man zieht. Hey, ich glaube, das ist Namli. Lass uns mit ihm reden. Namli. Ist es... Hat er die Zahl 28, weil der 28. mein Geburtstag ist? Ja, oder? Du hast es den Skulls wirklich gezeigt. Wer hat dich gesendet? Wie hast du mich gefunden? Warte, du siehst irgendwie... kommst mir bekannt vor. Haben wir uns schon mal getroffen? No. Ah, dachte ich auch nicht, aber ich wollte nur sicher gehen. Ich weiß nicht, warum du hier bist, aber danke, dass du mich befreit hast. Aber dein Gesichtsausdruck sagt mir, du brauchst Hilfe. King Rev. Ich kenne ihn sehr gut. Ich habe für den Typen gearbeitet. Er ist echt schrecklich. Er brauchte mich für meine großartigen Nummerfähigkeiten. Ich kann mich an jeden Fakt erinnern, die zahlenbasiert ist. Krass, oder? Hier, pass mal auf. Sag mir irgendeinen Charakter, den du bisher kennengelernt hast und ich werde dir etwas über ihn erzählen. Yannick? Yannicks Geburtstag ist der 28. November. Well. That's true. Cool, nicht wahr? Ich habe eine Menge Leute getroffen und ich erinnere mich an alle. Naja, ich denke, ich kann dir helfen mit King Rev. Du bist vielleicht der Einzige, der ihn wirklich besiegen kann. Deine Aura ist so, so großartig. Ich liebe es. Und, du bist auf jeden Fall besser als Ella, die Heulsuse oben. Kannst du glauben, dass sie versucht hat, mich einmal zu küssen? Ugh. King Rev ist im Nordosten von hier. Dieser dumme Rev ändert nie seinen Passcode für sein Hideout. Du erinnerst dich besser an diese Nummer. 1167. Die schreibe ich mir doch glatt mal auf, nicht wahr? Komm. 1167. Aufgeschrieben. Jawohl, ja. Viel Glück. Und Erfolg will ich hoffen. Hey Yannick, warte mal eine Minute. Ich wollte dich schon länger was fragen, das mich irgendwie so ein bisschen aufgefressen hat. Mache ich einen guten Job? Ich verstehe, dass hier und dort immer so ein bisschen Ups und Downs waren, aber ich muss wirklich wissen, ob dir das Spiel immer noch gefällt. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken, aber die Skulks haben sich nicht gut angefühlt so. Ich habe die einfach reingeworfen. Ich hatte diesen ganzen Plot geplant mit Numbly und diesen Extra-Charakteren, die rumlagen, aber das irgendwie zusammenzukriegen war echt schwer. Ich versuche mein Bestes, um dir irgendwie ein cooles Spiel zu geben, aber vielleicht ist es nicht gut genug. Es ist echt eine harte Arbeit, die hier reinfließt. Ist es okay? Yeah. Gut. Gott, ich werde weiterhin mein Bestes tun. Danke, Yannick. Ich frage mich, wie der sich verändert, wenn man ihm wirklich einfach die ganze Zeit ins Gesicht sagt, dass man das Game kacke findet. Das hat er gehört? Oh, huh. Das kannst du ignorieren. Geh einfach aus der Tür raus. Yannick, du bist nicht gegangen. Was tust du da? Versuchst du mein Game zu ruinieren? Warum hast du mir nicht zugehört? Wundervoll! Ja, okay.
Bleib einfach hierin gefangen. Ich bin bald zurück. Ich muss das hier fixen. Denke ich. Bitte geh einfach nirgendwo hin, okay? Es wird immer dunkler. Der Boden verändert sich. Wir kommen zu einer Tür. Wir sind außerhalb des Games. Wo sind wir? Du hast es immer geliebt, mit mir zu backen. Although someone would never be happy with the mess we made. Ach, guck mal, ich steuere ihn jetzt hier. Du hast Milo gestreichelt. Er bellt glücklich. Ich erinnere mich, hier in dem Stuhl immer drin gesessen zu haben. Als wir das Feuer uns angeguckt haben. Es fühlt sich warm an. Ah, da bist du ja. Ich lieb's wirklich, wenn mein bester Freund einfach ignoriert, was ich sage. Nicht nur bist du einfach durchgerannt durch die Geschichte hier. Nein, du hast mir auch einfach nicht gefolgt, obwohl ich dich echt nett gefragt habe, dass du das nicht tun könntest. Ich habe meine komplette Existenz einfach dafür verschwendet, dieses Game für dich zu machen. Nur für dich. Und jetzt findest du trotzdem irgendwie Spaß darin, es zu zerstören. Es tut mir wirklich weh, wenn du nicht zuhörst. Es tut wirklich sehr weh. Es ist so, als ob es dir gar kein. Als ob dich das gar nicht interessiert. Aber wofür? Ich vergeb dir. Ich vergeb dir. Ich werde dich nicht das zerstören lassen, wo ich so viel Mühe reingesteckt habe, das zu kreieren. Ich werde dich das nicht zerstören lassen. Was das Beste für uns ist. Das Beste für dich. Vergiss einfach, dass das hier passiert ist. Lass uns einfach auf den Rest des Spiels fokussieren. Und bitte. Wenn ich dich frage, etwas nicht zu tun, dann tu es auch nicht. Denn das tun Freunde so. So tun wir das. Naja, lass uns einfach weitergehen. Ich glaube, Numbly hat gesagt, das Passwort ist 1167. Alright. Mal gucken, wie wir ihn weiter in den nächsten Parts noch abfacken können. Freunde, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Oder auch nicht, weil wenn ihr das wollt, dann tue ich es ja vielleicht nicht. Ihr seht ja, ich befolge nicht gerne Regeln. Wir sehen uns. Euer Brain. Tüdelü. Mit Ü. Bye.